Jawohl, Leute, es geht wieder weiter mit Paper Mario. Jawohl, und im letzten Part haben wir gegen Kenzie Cooper gekämpft, ihn übelst geowned und sind dann in die Blütenfelder gekommen. Das ist jetzt das neue Kapitel, ein recht geiles Kapitel, muss man sagen. Und ja, haben uns nur erstmal einen groben Überblick verschafft, aber jetzt geht's erst richtig weiter und haben auch erst bemerkt, dass dieser einzige Weg hier nur für uns in Frage kommt. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Und, oh mein Gott, da haben wir nur ein bisschen am Baum gerüttelt und schon kommt eine Biene raus? Alter Schwede, und dann machen die auch noch 6 Schaden. Hm, okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Folgendes. Und zwar holen wir Gumbario raus und werden erstmal einen davon scannen. Ein Brzzl. Was zur Hölle? Das ist ein Brzzl. Brzzl sind monströse Bienen. Aha. Was KP 3? Was nur 3? Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Wenn sie dich stechen, kann es passieren, dass du vergiftet wirst. Manchmal rufen sie auch ein Schwarm kleiner Bienen herbei, um dich in Formation anzugreifen. Sei bloß vorsichtig. Manchmal kann dich so ein Stich auch schrumpfen lassen. Sie haben nicht viele KP, also schalte sie so schnell wie möglich aus. Ach so, die haben wenig KP, aber machen dafür sehr viel Schaden. Oh oh, das sieht nicht sehr schön aus. Und Ballomp, Alter, den kann man ja auch fast nicht ausweichen, das ist übel. Gut, dann Himmelskuss erstmal, damit wir uns wieder ein bisschen hochheilen. Und Gumbario wird dann erstmal die eine Biene ausschalten und dann ist es ja auch gar nicht mehr so dramatisch. Tja, und das ist das Gute an dem Himmelskuss. Wir haben einfach dadurch dann wieder fast volles Leben. Nur weil wir den einmal eingesetzt haben. So, einmal eine Kopfnuss und BATS! Und eine davon ist down. Aber ich sag ja, die haben keine Abwehr. Und das sind eigentlich die meisten Gegner, die hier rumfliegen. Also, Suseldusels und diese Viecher hier. Tja, das sind eigentlich so die meisten. Heppa und BAM! So, die ist auch down. Und damit wäre der Kampf ja schon vorbei. Upsala! So schnell kann es gehen. Und damit hätten wir schon mal 30 Sternpunkte. Das ist eigentlich auch schon mal ganz gut. Geht eigentlich wieder relativ fix, wenn wir, da wir ja wieder neue Gegner haben, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Oh, oh. So, jetzt will ich erstmal einen anderen Begleiter rausholen. Boo wollte ich ja rausholen. Weil Boo einfach geiler ist. So, schon wieder gegnerischer Erstangriff. Ja, ja, freu dich nur. Alter, abgewehrt. Einfach mal 2 Schaden weniger. So, da würde ich sagen, bietet sich ja ein Multisprung an, oder? Und bam. Jawohl. Okay, gut. So einfach kann man sich also bei den Bienen machen. Also ein bisschen BP verschwenden, aber dafür sterben sie alle in einer Runde. Perfekt. Jetzt muss ich nur noch schaffen, dass ich irgendwie immer ich den Erstangriff mache, weil dann kommen die erst gar nicht dazu, irgendwie anzugreifen. Oh oh. Ja, okay. Oder so. So ist auch gut. Hauptsache, die dürfen keinen Schaden machen, weil 6 ist ja schon relativ deftig, nicht wahr? Und bam! Oh Mann, so einfach können Gegner sein. Und bam! Dann geben die auch noch so hammer viel Sternpunkte. Das ist cool. So. Der ist auch down. Und der Suseldusel, nicht zu vergessen. Und oh, schon wieder eine Biene, Alter. Was ist denn hier los, Mann? Es ist ja fast in jedem Baum eine Biene. So, jetzt wird es aber ein bisschen anspruchsvoller, da Suseldusels dabei sind. Aber wir machen einfach mal einen Multisprung. Damit ziehen wir den beiden da auch vorne ja ein bisschen KP ab. Und die Biene ist gleichzeitig down. Perfekt, oder? Geiler kann es auch gar nicht mehr kommen. So, Boom macht einmal eine schöne Ohrfeige. Hat sie schon parat für den Suseldusel hier. Parts und Parts und Parts. Ah, Boom ist einfach nur episch. So viel Schaden, ey. 6 Stück. Das ist schon ein bisschen heavy. Oh ne, jetzt will sie uns erstmal wieder ein schönes Gedicht vortragen, beziehungsweise ein Lied singen. Oh nein. Und, schaffe ich es abzuwehren? Jawohl, 2 Schaden nur. Ja, jetzt ist es ja ein Billigkram. So, einmal kurz Riffjumpen und es laggt wieder sehr schön. Bam. Naja, ist auch... Okay, es hat sich wieder gelegt, perfekt. 44 Sternpunkte, eben waren noch 30. So, der ist schon mal down und... Nach meiner Meinung laggt es immer noch. Alter Schwede, was soll das denn? Das war ja auch schon im letzten Conquer-Part so, dass es ein bisschen gelaggt hat. Oh, scheiße. Naja, egal. Die andere wird auch sterben. So. Dann würde ich sagen, ein bisschen ein paar Mal draufdrücken. 100%. Und der ist definitiv down. Jawohl. Ja, bisher ist es ja noch nicht sehr anspruchsvoll, nicht wahr? Gleich können wir uns mal ein bisschen wieder hochheilen.
machen wir einmal so eine Erfrischungskur. Und das war's dann auch schon. Alter! Alter, kannst du mal aufhören, hier zu ruckeln? Hol ich sie rum. Das brauchen wir. So, Münzen, Münzen, Münzen. Okay, weiter geht's. So, jetzt kommen wir mal weiter. Mal schauen, was sich hier hinter befindet. Oh mein Gott, aggressive Musik. Na du, wer bist du denn? Leihst du mir für eine Sekunde dein Ohr? Dann höre meine traurige Geschichte. Seit die Sonne fort ist, lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Und jetzt graben sich auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Oh, weh mir. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr, Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwürfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwürfe ich meine, ich spreche über diesen Kerl. Wir wissen, was Monty-Maulwürfe sind. Und den Deppen da. Dann noch diesen Störenfried. Ah, der zerstreckt uns sogar die Zunge raus. Und jene garstige Kreatur. Hä? Süßeldüse hinter einem Baum? Die beobachtet uns. Der Kerl ist, ich glaube, um den müssen Sie sich jetzt nicht kümmern. Achso, den hat sie auch schon bemerkt. Bitte lassen Sie mich nicht in Stich. Meine Samen und ich rechnen fest mit Ihrer Hilfe. Okay, gut. Ja, ich würde mal sagen, den ignorieren wir gerade mal nicht. Sondern den werden wir... Oh, Rubinbeere. Das sind diese roten Beeren. Die brauchen wir ja, um weiterzukommen. So, du Scheiß-Süßeldusel, Alter. Und bam, den können wir nämlich auch töten. Und, ja, pff, ist einfach nur nebenbei. Gibt ein bisschen EP, nicht wahr? Der Arme. Und bam. So, Buh wird auch nochmal kurz hier Ohrfeigen verpassen. Und Bats und Bats und Bats und Bats und Bats. Er ist schon längst tot, aber trotzdem haut Buh weiterhin drauf rum. Oh Mann, ey. Hälfte deiner Sternpunkte. Geil. So, der ist down. Münzen haben wir bekommen. Ich will nämlich nur irgendwie mal ein bisschen heilen. Was haben wir denn dabei? Stinkwurz. Das können wir doch mal essen, Stinkwurz. Danach stinken wir zwar nach Würze, aber ist egal. So, dann kümmern wir uns mal um die Maulwürfe. Haben wir die eigentlich schon... Diese... Nee, die haben wir noch nicht gescannt. Alles klar. Wir haben zwar allgemein Monty-Maulwürfe aus der Wüste gescannt, aber das hier sind ja ein bisschen härtere. Deshalb müssen wir die auch nochmal neu scannen. Das ist ein Monty-Maulwurf. Du erinnerst dich doch daran, dass wir sie schon mal in den Klippenberg gesehen haben. Ha, was du nicht sagst. Was KP 12, Anderskraft 3, Verteidigung 0. Sie sind bösartige Felsenwerfer. Sie sehen zwar einschüchternd aus, aber eigentlich sind sie gar nicht so stark. Wieso sehen die einschüchternd aus? Also, ich meine, die sind doch ganz niedlich. Oh Mann, ey. Naja, ist auch egal. Powerhüpfer oder machen wir da einen normalen Sprung? Ich würde mal auf einen normalen Sprung tippen. Und was? Ja, jetzt hat er auch nur noch 6 KP. Gumbario kann ihm den Rest geben. Und bam! Aber Gumbario macht ja auch 6 Schaden. Das fällt mir ja gerade so auf. Ist es nicht dann eigentlich besser, mal Gumbario weiterhin draußen zu haben? Lassen wir es einfach mal so. Finde ich ganz gut so. Haben wir unseren allerersten Begleiter jetzt mal wieder draußen. Oh, 3 Stück. Oh, jetzt wird es vielleicht doch eine Ecke härter. Oder vielleicht auch doch nicht. Denn wir haben ja den Powerhüpfer. Beziehungsweise den Power Doubts. Und werden damit ordentlich einheizen. Ja, vielleicht schaffe ich es ja noch 3-mal. Dann hätten wir schon mal einen down. Jawoll! Der ist down! Na, nice. So, 2 KP, Sternpunkte meine ich. So, Multikopfnuss. Jawoll. Gumbario kann ja dasselbe. Und Bart und Bart und Bart. Nur ein bisschen schneller. Bart und Bart. Hoho, richtig guter Schaden. So, und da kommt der Stein geflogen und macht nur 1 Schaden. Weil wir eben eine doppelte Abwehrorden anhaben. Und das ist ja eigentlich, wie man sieht, zahlt sich das richtig gut aus. So, Multisprung, damit wir mal an beiden ganz gut Schaden machen, weil der stirbt ja durch 3 Damage. So, dann hätten wir auch schon mal, sind wir auch schon mal los.
Und der Rest, ich hoffe, den kann Gumbario mit der Multikopfnuss machen. Und Bart! Und Bart! Und Bart! Und ja, nein! Scheiße! 1 KP hat er... Ah, so ein Lacker, ey, so ein Lacker. Mit 1 KP hat er überlebt. Aber dann werden wir mal die Chance nutzen und heilen uns mal ein bisschen und stellen wieder unsere BP her. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen... so ein bisschen verschwenderisch damit umgegangen. So. Der erste Stern kann uns trotzdem noch aus der Patsche helfen. Ist das nicht wunderbar? So. Und da macht er eine Kopfnuss und BATZ! Da ist er down. Jawohl! Und es gibt reichlich Sternpunkte. Und zwar 6. Da-dam. Nice. So, damit hätten wir jetzt, glaube ich, schon mal 2 Monty-Maulwürfe besiegt. Hallo? Und BATZ! Oh, schade. Kein Erstangriff? Ich bin auch nicht aufgesprungen, Mann. Oh, schon wieder 4, ey. Was soll das denn? Das sind ja jetzt mir hier allmählich zu viele. Ja, wie machen wir das denn? Ich weiß. Freunde, jetzt geht's richtig los. So, Powerbombe. Alles klar, Mann! Und 100% Bats! Scheiße, an allen 7 Damage, ey. So, und die machen jetzt höchstens 4 Schaden an uns, wenn ich denn schaffe, alles abzuwehren. Naja, 4 Schaden für 4 Gegner? Ja, das ist ja ganz schön billig. Und Fliegodig und Bats. Oh, scheiße, der hat wirklich gesiegt. Tja, muss man auch ehrlich sein. So, wieder eine Erfrischungskur. Damit wir wieder ohne Bedenken Powerbombe raushauen können. Ey, Freunde, Bombett ist doch einfach nur geil, oder? Mit Powerbombe, es gibt doch nichts Toppbares. Dem, sagt tschüss, Mann, Leute, ihr seid jetzt alle tot. Und 100%. Nice. Und alle Monty-Maulwürfe auf einmal down. Jawohl, so wird's gemacht, Freunde, und nicht anders. 8 Sternpunkte. Nee, 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 du leg den eh mit Mario an. So, weitere Münzen und da ist der letzte und Bart, Erstangriff. Tja, ja. So, 3 Schaden. Ist ja eigentlich auch ganz ordentlich. Ja, dann machen wir mal... Machen wir einen Power-Hüpfer oder was machen wir? Ja, machen wir einen Power-Hüpfer. Und sehr bad. Und 5. Scheiße. 5 Schaden, das ist ja richtig wenig. Gut, dann machen wir mal einen Body-Slam. Ich hoffe, der macht wenigstens 4 Schaden. Und trinken. Bats. Oh, 5. Ja, passt doch. Und Bats. Oh, nur 1 Schaden. Das tut mir aber leid. So. Ein doppelter Sprung auf seinen dicken Schädel. Und er hat nur noch 6 KP. Und da würde ich sagen, reicht eine Bombe aus. Und Bats. 7 Schaden. Tja, nichts und niemand kann sich gegen Bombett wehren. Und 70 Sternpunkte haben wir schon wieder. Mittlerweile. Und sind dann auch bald Level Up. Ja, und dann haben wir wieder unsere ganze BP zurück. Aber, naja, okay, da später dann wieder zu was. Oh, yippie, hurra, hurra. Jaucht. Jubel. Sie haben die Monty-Maulwürfe vertrieben. Oh, vielen herzlichen Dank. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, sollen Sie diese Zauberbohne haben. Hier, bitte sehr. Oh yeah, wir haben die Zauberbohne. Davon hatte der dicke Baum ganz am Anfang gesprochen. Der nach mir benannte Dekobaum. Eine Bohne, die du so schnell wie möglich einpflanzen solltest. Hm? Ja, mein Name ist Petunia. Ah, nach dir sollten wir suchen. Man nennt mich auch den Samenmaniac. Erfreut, Sie kennenzulernen, Herzchen. Ach ja, wegen der Zauberbohne, die ich Ihnen gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass das sehr traurig ist? Bitte pflanzen Sie sich nicht in zum Beispiel lockere Erde und genießen Sie nicht mit Zauberwasser. Ich will nicht, dass ein Trieb aus meiner süßen kleinen Bohne sprießt. Nein! Oh Mann, ist ja gut. Wir werden es trotzdem machen. So, wir wollen ja auch schließlich ins Wolkenreich, nicht wahr? So, wo kommen wir denn jetzt hin? Hä? Wer hat er denn jetzt so geschnuppert? Der Brunnen? Sollen wir da mal eine Rubinerbeere reinwerfen? Wer wirft da seinen Müll in meine Quelle? Wer immer du auch sein magst, du verdienst dies für deine Unverfrorenheit. Oh oh. Eine Biene verdiene ich also. Oder, nein, ich weiß, was er uns damit sagen will. Er hat uns dafür Sternenpunkte geschenkt. Ach, wie liebenswürdig von dir.
Oh, wie schön. Da sind wir unserem Level Up wieder näher. Tja, ist ja mal geil. So, down. Ja, da sollten wir also nicht irgendwie irgendwas Sinnloses reinwerfen. Kommt da was runter? Nö. Kommt da was runter? Nö. Schade. Das finde ich doof. Okay, gehen wir wieder zurück. Wenn er jetzt schließlich die Zauberbohne. Und hier bekommen wir ja diese Rubinbeeren. Ah ja. Zwei weitere, das ist schon mal gut. Denn ich lese gerade, dass die 5 KP wiederherstellen. Also kann man davon gut mal was zu sich nehmen. Blab, blab. So, da haben wir noch eine weitere und noch eine weitere. Schauen wir mal, was haben wir haben. Pilz, 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 Superpilz, Kuchen. Ich wollte ja eigentlich braten lassen, habe ich jetzt aber vergessen. Ahornsirup, Kuchen. Also wir haben alles Mögliche, um BP und KP wiederherzustellen. Also passt alles. Da wir die Rubinbeeren gerade en masse bekommen, würde ich mal sagen, hauen, stopfen wir die uns mal rein wie sonst was. So. Da haben wir wieder volle KP. Batz, da kommen jetzt keine mehr runter, aber dafür müssen wir mal ganz kurz den Bereich neu laden. Und zwar so. Und, oh, wer hätte es gedacht, da kommen wieder 2 neue runter. Ja, da können wir dann 2 weitere mitnehmen. Die andere dafür benutzen, wenn wir mal wieder KP verlieren sollten. Und, ja, okay, die Gegner, gegen die werde ich jetzt hier nicht kämpfen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ach, die Welt ist doch einfach nur gechillt. So, ich glaube, hier oben war der Gelbe, oder? Oder wo kommen wir denn jetzt? Ah, ne, hier kommen wir ja sowieso allgemein nicht hin. Okay. Gut, also der Bereich ist schon mal erstmal abgehakt. Der hier sowieso haben wir ja jetzt die Zauberbohne. Also gehen wir nochmal hier längs und dann haben wir den Gelben. Da können wir auch noch nicht längs. Alles klar. Das bedeutet, der östliche Bereich, da brauchen wir uns erst gar nicht mehr mit zu befassen. So, einpflanzen können wir den Zaubersamen auch noch nicht. Dann speichern wir einfach mal ab. Alles klar. Und dann gehen wir jetzt mal hier weiter und müssen jetzt irgendwie versuchen, den zu finden, der uns die roten oder die Rubinen Bären abnimmt. Denn da müssen wir als nächstes hin. Tja, so einfach kann man sich erschließen. Nee, da ist die blaue. Mann, ey, alles abgeklappert, alles falsch. Na? Hey, Sylvester, lass mich dir was flüchten. Du kannst das Hitze finden, wenn du die 3 Bäume in dieser Reihenfolge anrampelst. Links, rechts und dann den mittleren. Ja. Das war nicht wild. Ich habe ja dir zu viel erzählt. Das ist Schluss mit den Geheimnissen. Welche Bäume denn? Ich weiß nicht, welche Bäume er meint, also gehen wir einfach mal weiter. Na, Kollege. Hallo, Fremder. Wie gefällt dir mein leuchtendes, rotes Blütenkleid? Ah ja, das kennen wir ja schon. Bla, bla, bla. Rubinbeere, hier. Passt zu dir. Los, mampf das und lass uns durch. Oh, köstlich. Das ist es. Die perfekte Farbe. Vollmundig und im Geschmack. Es ist goldrichtig. Du bist ein wahrer Held, weil du mir diesen leckeren Imbiss gebracht hast. Natürlich darfst du passieren. Herzchen. Oh, und er freut sich jetzt. Ein Keks. Tja. Oh, und wieder so ein... Geiler Name, ehrlich mal, ey. Oh, eine Wolke. Schniffi. Oh, Alter, was haben die denn alles für Namen? Und Brissel-Ausrufezeichen, ey. Na gut, ich würde dann mal sagen, dann entfernen wir erstmal Brüssel. So, dann sind wir mit dem Brüssel erstmal los. So, ja, Bombett kann in der Tat nichts tun. Deshalb, Gombario! Na, was geht denn so? Oh, scheiße, da muss also einen aktiven Angriff. Tja, das ist das Blöde, wenn man den Gegner noch nicht kennt. Scanner! Das ist ein Schniffi. Schniffi sind lästige, kleine Gefolgsleute von Schnaufula. Maskapi 10, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Die Schniffis schweben in der Luft. Ein Sprung oder etwas in der Art ist hier am effektivsten. Natürlich juckt es mich, einen, ihnen eine ordentliche Kopfnuss zu verpassen. Deine Entscheidung, Mario. Okay, gut. Ja, dann wir greifen sowieso erstmal an. Und ja, machen wir Nö, machen wir nicht. Wir machen einen normalen Sprung und Jump. Und nochmal Jump. Haha. Der Schniffi wird nichts gegen uns tun können. Und Batz. Tja, 2 Schaden. Billig. So. Und du bist down, Schniffi. Du bist down, Alter. Kannst du nichts gegen machen. Da-d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 a
Und wir werden mal wieder ein bisschen aufgeladen. Was kriegen wir hier? Nicht. Da kriegen wir Stinkwurz. Aber brauchen wir Stinkwurz? Naja, mit einem Lohn lohnt sich ja. Oder schadet eher nicht, das wollte ich sagen. Ey! Der läuft oder fliegt die ganze Zeit vor uns weg. Mann, oh Mann, oh Mann. Multisprung. Ja, das ist ja am effektivsten, würde ich sagen. Bats! Und Bats, der ist auch schon mal down. Haben wir an den beiden Schniffis auch schon mal ganz gut Schaden gemacht. Und Gumbario ist dran mit einer Kopfnuss. Ich schätze mal, an dieser Stelle ist Gumbarium bisher der beste Begleiter. Weil die meisten Gegner hier ja fliegen, wie ihr seht. Und er ja auch 6 Schaden machen kann. Also Beste. So, dann gehen wir auf den hier auf. Wir hätten jetzt Multisprung machen können, aber ich will nicht so BP-verschwenderisch jetzt sein. Kurz vorm Level Up. Ne, die 7 müssen wir ja noch irgendwie ein bisschen aufbrauchen. Oder aufsparen. Oder sparen. Oh Mann, ey, was laber ich mir denn hier jetzt zusammen, ey? Oh, das Spiel bleibt stehen, aber ein Glück geht's wieder weiter. Bats! Und da ist der Schniffi auch down. Alter, was für ein Name. Schniffi! Vorsicht, die Schniffis greifen an. Oh Mann, ey. 6 Sternpunkte, es geht weiter. Alter, und Münzen gibt's ja auch richtig viele, fällt mir gerade auf. 530, wow, wow, wow. Oh, Goldbeere. 3 KP, 3 BP. Also, so ein Mix. Okay, jetzt sollen wir irgendwas loswerden. Einen Moment. Das können wir doch noch gleich mal zu uns nehmen. Loppen, loppen, loppen. Oh, geil. So, dann Stinkwurz. Sollen wir den essen oder lassen wir das mal? Nee, wir essen den. Wir nehmen den zu uns. So, denn diese Rubinbeere finde ich dann doch ein bisschen besser, weil sie beides herstellt. Goldbeere, meine ich. Tut mir leid. So, dann gehen wir noch mal kurz zurück. Denn ich möchte noch eine Goldbeere haben. Tja. Oh, Alter. Auf einmal öffnet sich das Ding hier. Also kann man mit dem Hammer sowas auch öffnen? Das wusste ich gar nicht. Aha. Weil normalerweise muss man das so machen. Weil wenn man... Es gibt oft Stellen, wo so diese Platten sind im Prinzip. Und da sind drunter immer Sternsplitter versteckt. Muss man einfach mal eine Stampfattacke machen, wie ihr seht. Aber da wir den Ultrahammer haben, kann man das mittlerweile auch mit dem Hammer machen. Cool. Kleiner Wasserfall. Überall Wasser hier. Oh, wie gechillt. Ein Kristallbaum. Und darunter ist wieder so eine Blume. Springen wir mal mit dir. Hallo. Sieh dir diesen Kristallbaum an. Hast du schon jemals etwas von solcher Schönheit gesehen? Oh, Verzeihung. Ich habe mich mir noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Posi. Wie? Was mit meinem Mund nicht stimmt? Das ist meine Nase. Oh, wie unhöflich. Aber egal. Meine Nase ist so lang, weil ich auf so herrliche, lockere Erde wachse. Mir gefällt sie ganz gut, hihi. Oder weil du vielleicht die ganze Zeit lügst. Aber deine Nase ist auch sehr hübsch. Ich weiß, eine dicke Knollnase. Sie könnte aber ein bisschen länger sein. Aber am besten, du nimmst etwas von dieser lockeren Erde. Oh, nice. Was hast du erhalten? Lockere Erde, ausgezeichnet. Reine, unverbrauchte Erde. Sie duftet frisch und gut. Schon bald wird auch deine Nase perfekt sein. Hihi. Pass mal auf, wenn wir den Baum schlagen. Autsch! Sei sanft zu dem Baum. Meine Wurzeln und die des Baumes sind miteinander verbunden. Wenn du den Baum schlägst, tut mir das auch weh. Okay, ja, sorry, wollte ich nicht, wusste ich nicht. Mein Fehler. Okay, wir haben die lockere Erde. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Fehlt nur noch das Zauberwasser. Und dann kommen wir schon zum Boss. So schnell? Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Dass das wirklich so schnell geht. Nein, natürlich dauert das noch, bis wir zum Zauberwasser kommen. Aber Freunde, wir haben in diesem Part sehr gut viel geschafft. Ich hoffe, ich habe mich schon wieder nicht mal überzogen. Ich speichere an dieser Stelle ab. Guck mal immer kurz auf unseren Stand. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Passt alles so. Wir können im nächsten Part damit perfekt weitermachen. Also Freunde, ja, Zauberbohne haben wir. Lockere Erde haben wir. Jetzt fehlt uns nur noch das Zauberwasser und dann kommen wir ab in den Himmel. Tja, dort wird die Freiheit wohl grenzenlos sein, nicht wahr? Okay, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann und ciao.